Ja, und da bin ich auch schon wieder. Ich will den Tresor hier knacken. Scheint noch irgendwas drin zu sein. Und das will ich haben. Der hat doch sicherlich hier irgendwo einen Zettel rumliegen oder sowas. Lady Boyle vermisst. Lord Regent, unsere Suche nach der vermissten Lady Boyle bleibt leider weiter erfolglos. Niemand scheint zu wissen, was ihr widerfahren ist, obgleich sie die Feier angeblich in einem Boot verlassen haben soll. Dies scheint uns unwahrscheinlich und mehr konnten wir dazu nicht in Erfahrung bringen, sodass auch diese Spur kalt geworden ist. Das war die heiße Spur, Jungs. Zweifellos ist es eine Verschwendung ihrer kostbaren Zeit und ich zögere es auch nur zu erwähnen, aber scheinbar hat sich jemand am Abend der Feier im Boyle-Anwesen unter dem Namen Corvo Attorno ins Bässebuch eingetragen. Jawohl! Sicher nur ein kranker Scherz. Nee, aber da sie darum baten, über solche Gegebenheiten informiert zu werden und da wir in aller Öffentlichkeit, in aller Offenheit den Körper des kaiserlichen Schutzherrn nie gefunden haben, dachte ich, es sei das Beste, die Sache zu melden. Entscheiden Sie, dass ich Sie damit belästige. Entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästige. Ich weiß, dass Lady Boyle Ihnen nahe stand. Seien Sie versichert, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln werden, um sie dort noch zu finden. Hauptmann Galloway. Ah, schickt der wohl ein bisschen Panik hier, was? Er summt ein Lied. Ach Mann, ich will endlich. Ich kann keine Munition mehr tragen. So schnell geht das. Kaiserin Jasmine Caldwin, Auszug aus einem Buch über die verstorbene Kaiserin. Viele von uns, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben, werden bis ans Ende ihres Lebens über die blasse Schönheit mit den stechenden Augen und das schändliche Ende, das ihr eigener durchtriebener Diener und Schutzherr über sie gebracht hat, trauern. Zu Zeiten ihres Vaters traten die Caldwins ins Rampenlicht des Hofes, weil die vorige Dynastie keine Erben hatten. Dem neuen Kaiser folgte eine Zeit des Wohlstandes, doch seine Tochter hatte weniger Glück. Während ihres kurzen Lebens verursachten politische Intrigen und kleinere Konflikte Risse im Kaiserreich, wodurch die Einheit der Inseln untergraben wurde. Die Seuche war jedoch ein Schrecken, auf den weder Kaiserin Caldwin noch irgendjemand sonst vorbereitet war. So. Gibt's hier nichts mehr? Nein. Sendezentrale, das ist so weit. Naja, okay, ist da drüben. Dann gehe ich mal durch die Sendezentrale. Oder versuche ich zumindest. Hier bin ich falsch. Ach so. Nun gut. Kanalisation hatte ich schon. Alter, das klingt gerade... Oh, fuck.
verarschen. Oh. Scheiße. Runterfallen wollte ich übrigens nicht. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Dann kann ich das auch manipulieren. Dann werden direkt Feinde, die dort sind, angegriffen. Und nicht ich. Okay, Sendezentrale. Über Kanzler wurde eine Wahlölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwa Wahlölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Wahlöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Abmahnung des Lordregenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Bitte. Tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten. So sieht's aus. Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Alter, was hat denn für ein kleiner Kopf? Für einen kleinen Kopf. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören. Der Jedermannsorden. Hatten wir. Die Audiografkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination... Ah! 935. 935. Bin gleich wieder da. Auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Machen wir beides. Bringen wir ihn um und lassen ihn die Geheimnisse ausplaudern. Wenn's geht. 935. Oh, 035, noch von mir aus. Toter Briefkasten, kaiserlicher Meisterspion. Wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass Sie und das Mädchen allein sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unsere Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld im anderen toten Briefkasten. Ansonsten kommen wir persönlich vorbei, um uns zu holen. Out. Okay. Interesting. Das ist ja... Okay. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schutz und hören wir das noch kurz zu hier. Obdachlosen ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Aha. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der er steckte dahinter. Ich wusste... Die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Tja, ja.
So schnell geht's. So, wo müssen wir denn ganz hin? Oh. Was macht ihr da? Ich befehle euch, eure Waffen niederzulegen. Das ist hochverrückt. Zack. Das lasse ich mir nicht nehmen. So, wohin geht's weiter? Da unten hin. Geht's nicht hier noch weiter runter? Ja, doch. So, jetzt wird sich hier rausgemetzelt. Anfangs wollte ich ja wirklich noch schleichen und alles, aber das konnte ich ja auch letztendlich aufgeben. Geil geöffnet, die Tür, was? So, und da wir richtig schön dreist sind, gehen wir durch den Haupteingang raus. Wenn wir aufs Maul bekommen jetzt. Halt, stehen bleiben! Bada-bam! Ich bin verwirrt. Ah, okay. Nein, weißt du nicht. Gar nicht, gar nicht. Oi, oi, oi. Oh, scheiße. Alter, ich werde langsam richtig unvorsichtig hier. Nein! Das nun wirklich nicht. Armbrust, Brandbolzen. Hatte ich nicht auch Brandgeschosse? Kugeln? Wohl nicht. Wow. Ah, diese beschissene. Alter, voll viele Ratten da unten. Ob ich das wohl überlebe? Nee. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, ins Wasser teleportiert. Kann auch nicht jeder. Sehr schön. Ups. Von mir aus auch so. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hound Pit? Fuck yeah! Ich bin mal gespannt. Dann wollen wir mal. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Zivilisten eliminiert, ein Zivilisten. Ein Alarm nur ausgelöst. Alleine Chaosfaktor immer hoch bei mir, immer hoch. Ja genau, eine Rune habe ich vergessen und dafür habe ich fast alles Gold an Gold gefunden. Naja, gut, an der Stelle unterbreche ich allerdings nochmal oder beende die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!